Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Cities in Motion 2. Beim letzten Mal wollten wir ja hier die neue Straßenbahnlinie errichten. Das machen wir jetzt auch. Natürlich habe ich wieder auf die Uhr geguckt. Habe ich ja aus Versehen in Folge 10 vergessen. Das tut mir natürlich leid. Ich hoffe natürlich, dass die Folgen immer noch genauso lang sind, wie ich sie mir denke. 10 Minuten ungefähr immer. Länger nicht. Nee. Nicht schon 20 Linien schon. Das ist aber eine ziemlich kurze Linie. Nein, enden sie nicht. Okay. Schon gesagt, die enden da. Ich hoffe, dass wir mit den neuen Linien auch das definitiv hier aus den Schulden rauskommen. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass wir wirklich so tief in den Schulden schon drin sind. Was ist denn jetzt die scheiß Schienen? Dieses Spiel nervt ab und zu mal ein bisschen. Kann es auch nerven. Trotzdem nervt es auch. Deswegen kann ich auch wirklich nicht sagen, wie lange ich hier noch Cities in Motion 2 spiele. Ein paar Folgen nur. Also definitiv müssen wir die Karte hier voller kriegen, damit bevor wir das Let's Play beenden. Also ich will Minimum die halbe Karte mit Linien voll haben, damit ich sagen kann, ja. Jetzt können wir einen Schlussstrich ziehen. Den Schlussstrich ziehen wir ja bei Gemas Gomekas, weiß ich, dass es überhaupt nicht lohnt, weiter aufzunehmen. Wenn sich das hier irgendwann auch nicht mehr lohnen sollte, weiter aufzunehmen. Also, wenn die Aufrufe so weit zurückgehen, dann, wenn ich sage, es bringt nichts mehr, dann werde ich das Let's Play auch beenden. Wie halt Gamers Gomekas, das guckt sich kein Arsch an. Das letzte Video hatte keine einzigen Aufrufe. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, dass Gamers Gomekas allgemein nicht mehr so ankommt. Sollen wir den letzten Anfang weiter raus? Ich muss erst mal gucken. Wo endet denn jetzt was? Ich will jetzt auch die Linie nicht mehr allzu lang machen. Wow, wow, wow. Also hier ist noch jede Menge zu tun auf der Karte. Das hier ist mir noch viel zu lang. Das geht auch wieder zurück. Ich will weiter hoch. Das heißt, wir fahren hier weiter. Und wenn es hier nicht weitergeht, hier ist nämlich ein Ende. Ich will weiter hoch eigentlich. Finden dann hier die Schienen führen runter wieder. Die Schienen. Auch wieder runter. Okay. Ich sage, die Linie ist jetzt auch lang genug. Irgendwo müsste er ja auch noch ein Depot hinstellen. Das wäre jetzt eingefallen natürlich. Da werden wir wahrscheinlich hier hinstellen. Muss ich eben kurz auf Pause machen. Reißen wir jetzt ein paar Gebäude ab. Aber ist nicht so schlimm. Also ich finde es nicht so schlimm, dass wir ein paar Häuser abreißen müssen. Ich
ich nehme wie immer 3 Folgen am Stück auf, damit ich direkt Folgen in Kosten habe, wieder. Das sage ich immer so, dass ich immer 3 Folgen am Stück aufnehme. Ich hoffe, das nervt euch nicht, also, dass ich immer Folgen am Stück aufnehme. Aber wieso sollte euch das nerven? Habt ihr immer eine Folge? Habe ich immer Folgen im Vorrat? Gehen mir die Folgen wenigstens nicht aus. Ja, das Projekt kommt jetzt 2-mal die Woche, halt im Moment immer. Das reicht auch, wie ich finde. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass ich das jeden Tag bringe, aber es wird doch zu häufig. Das andere Projekt, Let's Bau City Motion 2, das weiß ich noch nicht, wie ich da weitermachen werde. Ich habe ja gesagt, dass ich im Moment keinen einzigen meiner Karte weiterbaue. Es liegt daran, dass ich einfach im Moment andere Sachen spiele. Vielleicht mache ich da den nächsten Mal ein bisschen weiter. Versprechen kann ich da aber nichts. Versprechen tue ich da auch nichts, dass da demnächst hier was zukommt. Zuletzt baut diese Motion 2. Ich habe zwar noch 2 Folgen, die bringe ich auch noch. Aber danach kann ich wirklich nicht versprechen, wie es mit dem Projekt weitergeht. Wahrscheinlich kommt einmal im Monat eine Update-Folge oder sowas ähnliches. Habe ich ja auch bereits angekündigt in der ersten Folge von Cities in Motion 2. Ich das so machen werde. Ja, ich werde es wahrscheinlich auch so machen, dass ich sehr wahrscheinlich das Projekt nicht beende, aber nur noch sehr selten bringe. Es kommt halt auch nicht gut an. Wahrscheinlich ist es zu langweilig, wie ich mir schon denke. Das ist halt für die meisten von euch einfach nur gegen den Langweiler ist, einfach nur beim Bau zuzugucken. Es war schon viel spannender, hier beim Aufbau eines Verkehrsunternehmens zuzugucken. Also würde ich finden. Also ich würde lieber beim Aufbau eines Verkehrsunternehmens zugucken, als beim Bau einer neuen Karte. Ich bin aus meinen eigenen Projekten ein bisschen skeptisch geworden in letzter Zeit. Ich plane auch ein bisschen was Neues auf meinen Kanal zu bringen. Also was ich noch nicht gezeigt habe. Mal neue Sachen halt zu zeigen, nicht nur immer alte Sachen. Zum Beispiel, zwar ist gestern die Download-Version von World of Surface 4 erschienen. Ich kann mir aber keine Download-Version holen. Kann ich einfach nicht. Ich werde mir die Box-Version am 2.4. holen. Und dann werden wir ein bisschen in World of Surface 4 herumfahren. Mit dem Agro-Modus. Das ist eh schon da, aber. Ich habe mir gestern da auch was angeguckt. Ein Video. Livestream. Ich finde das Spiel wirklich sehr gut gelungen. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ich werde es auf jeden Fall jetzt spielen, und zwar werden wir die Missionen spielen, und zwar alle 8. Alle 8 Missionen werden wir spielen. Und hoffentlich mit den Agro-Modus. Ein paar Missionen mit den Agro-Modus. Oder Missionen ohne Agro-Modus. Ich plane auch einfach mal so zu fahren. Da werden wir dann mit den Agro-Modus auf jeden Fall fahren. Der sieht ja wirklich schwierig aus. Das Spiel allgemein ist das schon schwierig genug. Aber der Modus macht alles noch mal ein bisschen schwieriger. Und da ich im Moment wirklich nur wenig Lust auf Cities in Motion 2 habe, ich weiß auch nicht warum, würde ich sagen, die Folge ist jetzt lang genug. Wir sehen uns in einer dann 13. Folge definitiv wieder. Dann heißt es wieder Let's Play Cities Motion 2 auf der Map Ruhrgebiet V3.1. Bis dahin, tschüss.